Ida. Dann die Vorrunde um den großen Preis der Stadt Bad Homburg, Standarddisziplin und erster Tanz wie immer, der langsame Walzer. Der Vierteltakt, 30 Takte in der Minute. Der Nummer 9, die Geschwister Katje Nuri aus Hamburg. Die Zweiten der Deutschen Meisterschaft und mit der 11 Gerrit Schlocker und Beate Joksch aus Hannover. Und hier mit der Nummer 7, die Deutschen Meister. André und Astrid Kroger aus Berlin. Sechste der letzten Weltmeisterschaften. Mit der 8 Martin Fleißgarten und Christina Frahm aus Frankfurt. Unbedingt. Die Titelträger, die Ersten, die Berliner, das Ehepaar Kroger, schlagen. Und hier sind die Rivalen. Nummer 4, Kim Riegel und Cecil Brink, die großen Favoriten. Die Dritten der Standard-Weltmeisterschaft, die 10 Tänze-Weltmeister, die 5. in der Latein-Disziplin, also ein Allround-Paar. Und hier waren die Geschwister Schmidt aus Gießen im Bild. Mit der Nummer 1, Manfred Zehender und Michaela Heinzinger aus Österreich. Und wieder Katje Nuri. Getanzter langsamer Walzer. Hier bedarf es kontrollierter Körperbewegungen, weil die Füße 6 Schritte machen, während der Körper nur 2-mal dreht. Volker Rübheimer und Ines Klopitzke aus Frankfurt mit der Nummer 10. Und auch für dieses Paar mit der 11, Schlocker Joksch aus Hannover, wurde es schwer. Auch hier mussten ja 4 Paare aussteigen. Verwandt natürlich mit dem langsamen Walzer, aber dessen typischen Pendelbewegungen werden hier zu einer langgestreckten Wellenbewegung, wie für den Slow Fox typisch ist. Musik.
Rückheimer und Klopitzke, aufgestiegen von der A-Klasse, gerade in die S-Klasse, das ist ihr zweites Turnier in der höchsten Klasse. Und dann gleich gegen solche Weltklasse-Fahrer. Takt-Tanz, 52 Takte in der Minute, hohes Tempo, hüpfende, perlende Schritte. Und schwierig, dass diese schnellen Läufe im Grundrhythmus einwandfrei aufgefangen werden. Hier Riegel Brink aus Norwegen. Die großen Favoriten dieses Turniers, die auch bestechend waren. Erster Tanz, der langsame Walzer. Sechs Paare im Finale mit der Nummer 2, Holmes Fischer aus England, mit der 4, Rügel Brink aus Norwegen, mit der 5, Jordan Rief aus Dänemark, mit der 6, Thomas und Anita Schmidt aus Gießen, ein Riesenerfolg für das junge Paar, mit der 7, die Grogers aus Berlin und mit der 9, die Katje Nuris aus Hamburg. Worauf kommt es an? Was wird bewertet? Nun ja, für das Paar mit der Nummer 2, Paul Holmes und Kate Fisher aus England. Die 4-2-3, 4-4-3-4, das war der vierte Platz in diesem ersten Tanz. Dann mit der Nummer 4, Kim Rügel und Cecil Brink aus Norwegen, die großen Favoriten. Die 10 Tänze Weltmeister. Siebenmal. Dann gab es für Jordan und Rief aus Dänemark in diesem Tanz den Platz 5. Jetzt kommen mit der Nummer 6 Thomas und Anita Schmidt, die Geschwister aus Gießen,
Er, der Bundeswehrgefreite, 20 Jahre alt, sie, ein Jahr älter, die Chemiestudentin, ein großer Erfolg im Finale zu sein. Immerhin, sie bekamen einmal eine 5. Und jetzt die Grogas aus Berlin, die deutschen Meister, kommen auf den zweiten Platz. Und damit begann der große Zweikampf um den zweiten Platz. Hier die Wertung für die Geschwister Katje Nuri aus Hamburg. Der dritte Platz, also im Augenblick nach dem ersten Tanz 1:0 für die Berliner gegen die Hamburger. Zweiter Tanz, Tango. Gewannen wieder Riegel und die Katje Nuris wurden Zweite vor den Grogas, die nur Dritte wurden. Also stand es 1:1 und jetzt der Wiener Walzer. Mit der 4, wie gesagt, Kim Riegel, Cecil Brink, die großen Favoriten. Sonst blieb die Wertung durchgehend gleich. Der Slow Fox.
deutschen Duell 2:2. Der Quickstep musste entscheiden. Wer wird Zweiter hinter Riegel Brink? Die Nummer 7 aus Berlin oder die Nummer 9 aus Hamburg? War zu sehen, wie die beiden deutschen Paare kämpften, aber wie sie sich dabei bemühten, nicht zu verkrampfen. Da gab es überwiegend die 4, vierter Platz im Quickstep, vierter auch im Endergebnis. Jetzt Kim Riegel und Cecil Brink mit der Nummer 4. Und wieder 7-mal die 1. Das Paar aus Norwegen hat also alle 5 Tänze gewonnen. Mit der Nummer 5 Klaus Jordan und Donna Rief aus Dänemark bekamen 6-mal die 5 und 1-mal die 6. Das war Platz Nummer 5 in der Gesamtwertung. Jetzt unsere Geschwister aus Gießen, Thomas und Anita Schmidt. 6-mal die 6, 1-mal die 5 und damit 6. Platz. Und jetzt wurde es spannend. Wer wird Zweiter? Die Wertung für das deutsche Meisterpaar aus Berlin, André und Astrid Roger. Und da war die 2 dabei. Und das war die Entscheidung, 4-mal. Damit Zweiter und wieder vor Katje Nuri. Denn die bekamen nur eine 2 und sonst 6-mal die 3. Dritter Platz für das Geschwisterpaar aus Hamburg. Es war ein großes Finale. Und es geht ja in Blackpool, wo die meisten dieser Paare sind, organisiert von Harald Frahm. Es gab die Pokale, Römerpokal, Ehrenpreis, großer Preis der Stadt Bad Homburg. Hier sind die beiden Gewinnerpaare Kim Riegel und Cecil Brink und Hans-Reinhard Garg und Bianca Schreiber. Und dann gab es natürlich das, was die Zuschauer stürmisch verlangten, den Ehrentanz. Das norwegische Paar hatte sich für den Tango entschieden. Und da nur ein kleiner Hinweis, achten Sie mal auf die fantastische, exakte Fußarbeit in einer längeren Schrittfolge, so in etwa 30, 40 Sekunden. Thank you.
absolute Spitzenklasse, Kim Riegel und Cecil Brink.